So, und damit ein herzliches Willkommen hier zur nächsten Aufnahme von Eisenbahn Exe von IP Nummer 11. Und ja, genau, also erstmal an die Stammzuschauer. Es geht jetzt nach der normalen Let's Play-Anlage weiter hier in München. Und ja, ich werde euch jetzt demnächst einfach mal auf ein paar Anlagen mitnehmen, die ich privat baue, und dann bauen wir manchmal ein bisschen und so. Ich weiß noch nicht so ganz, wie sich das ein bisschen entwickeln wird. Aber an sich werden wir das schon sehen. Ich zeige euch jetzt erstmal in den ein, zwei Folgen hier in München. Ich werde das auch in mehrere Teile schneiden, also nicht wundern, wenn es da einen Schnitt auf einmal gibt. Und ja, dann an die, die nur München interessiert, also aus dem Forum ein paar oder so. Auch natürlich herzlich willkommen. Ich zeige euch jetzt einmal München. Ja, was heißt zeigen? Also ich habe ja die Anlage relativ spontan begonnen und relativ, ja, ich sag mal, schnell gebaut. Also das, was ihr hier jetzt seht, ist insgesamt in 5 Tagen entstanden. Ich habe da, sagen wir mal, ja, an den 5 Tagen 10 Stunden dran gearbeitet. Dann bekommt man schon sowas schon hin. Aber gleich ja mal im Detail. Also momentan sieht es so aus. Ich habe hier mal bis zur Hockerbrücke gebaut. Das soll jetzt nicht wirklich die Hockerbrücke sein. Die hat eigentlich so Bögen oben drüber. Habe aber momentan noch nichts Besseres gefunden. Ja, von dem her muss die Lösung hier erstmal herhalten. Dabei und ist halt erstmal zur groben ja, Übersicht, sage ich mal. Es war nämlich für mich nicht ganz leicht, das Gleisfeld nachzubauen, wie man jetzt sieht. Von hier oben relativ gut ist das Gleisfeld noch nicht fertig. Also, es ist schon fertig hier in dem Bereich. Hier ist es noch nicht fertig, hier geht es natürlich später noch weiter. Aber das Gleisfeld habe ich an sich nicht mit Bodenplatten gebaut. Ich hatte es zwar eigentlich erst geplant, das Gleisfeld mit Bodenplatten zu bauen. Allerdings, ja, hat mir das wieder nicht so funktioniert, wie es soll. Ich habe zwar damals sogar ein Tutorial gemacht zu den Bodenplatten, das jetzt eigentlich jeder so baut, wie ich es damals gezeigt habe. Allerdings, ich weiß, ich selbst bekomme es nicht mehr so hin, wie ich es will. Und das bedeutet, ich habe eigentlich das komplette Gleisfeld jetzt, also hier ist die Hockerbrücke in echt. Ich habe eigentlich das komplette Gleisfeld komplett abgebaut. Also ich habe immer mal, also ich habe hier einen zweiten Bildschirm, da das sieht man halt nicht, aber wenn ich sehe, man sieht so, ich kann es drüber schieben. Und ich habe praktisch immer hier Google Earth am zweiten Bildschirm, hat es immer so ungefähr so hingezoomt, wie es brauchte. Und dann habe ich immer so zum Beispiel, ja, hier muss jetzt die DKW, nach der TKW kommt dann eine kurze Kurve, dann nochmal eine DKW, dann kommt gerades, dann nach dem Geraden kommt hier eine Weiche rechts runter, nochmal eine Weiche rechts runter, links geht es geradeaus, dann kommt eine Weiche und so weiter. So habe ich mir das eigentlich immer, ja, vorgesagt und auch so gebaut. Und so ist praktisch hier, ja, das Gleisfeld entstanden, also wirklich komplett ohne Bodenplatten. Und ja, an sich war ich damals, wie ich angefangen hatte, schon hier relativ stecken geblieben und habe mir gedacht, nee, das machst du jetzt nicht mehr, es reicht. Da wirst du verrückt, wenn du die ganzen Gleise nachbaust, das funktioniert nicht. Nie und nicht, nimmer, aber ja, es hat ein paar Stunden gedauert, dann bin ich da richtig gut reingekommen und dann habe ich wirklich das komplette Gleisfeld auf 2-3 Tage abgearbeitet. Und dann ging es halt immer weiter, dann habe ich halt erstmal hier die Kulisse gebaut. Ist eigentlich alles hier echte Gebäude. Also das, ich habe halt so ähnliche Gebäude genommen, was halt jetzt auch ein Vorteil ist in Google Earth, was halt Bodenplatten auch nicht bieten. München zum Beispiel ist jetzt komplett schon 3D, also jedes Haus, jedes Dach, eigentlich sogar jeder Zug, wie man sieht. Und sind zwar jetzt nicht die schärfsten Texturen, aber es reicht dazu. Und von dem her kann man halt das ganz gut abbauen. Hier die rosa Häuser habe ich jetzt mal die hier genommen zum Beispiel. Dann da oben noch was drauf gebaut. Oder dann haben wir halt hier so Bürogebäude, denke ich mal, werden das sein. Habe ich halt die genommen und so weiter. Und so ist halt das einigermaßen entstanden. Dann habe ich hier den Bahndamm noch gebaut. Und
Ja, so ist halt dann immer mehr draus geworden, dann hier das Stellwerk und so weiter. Und so habe ich es halt dann immer weitergebaut. Das erste, was ich eigentlich gemacht habe damals, war, ja, was heißt damals, im April habe ich es halt angefangen. Das erste war, dass ich die Bahnsteige eigentlich gebaut habe. Also ich habe erstmal nur die Bahnsteige gebaut, grob, so wie man es auch auf den ersten Bildern oder am ersten Bild im Forum, glaube ich, sieht. Und die Bahnsteige, so wie sie jetzt hier angepasst sind mit den ganzen Enden und so, das habe ich erst viel später gemacht. Aber ja, gut, was kann ich euch an sich zeigen? Also man sieht halt hier, das Projekt ist nicht klein, das wird noch lange dauern, das fertigzustellen. Aber an sich gefällt es mir schon mal recht gut. Vor allem dieser Blick hier zum Beispiel mit Weichen und so weiter sieht meiner Meinung nach relativ nett aus. Man sieht halt hier jetzt, was ich so in Planung habe. Wir haben jetzt hier den Hauptbahnhof an sich. Das habe ich jetzt eigentlich mit Umfeld und so weiter relativ abgearbeitet. Was mir hier noch fehlt, ist der Zopp bei der Hockerbrücke, also der zentrale Omnibusbahnhof hier. Der fehlt mir noch, weil ich nicht weiß, wie ich den hier andeuten soll. Aber das sehen wir dann noch. Stellwerk habe ich jetzt einfach hier das von Fulda genommen. Das passt einigermaßen dafür. Und ansonsten, ja, also außenrum habe ich relativ viel schon nachgebaut. Hier haben wir auch die ganze Straße und so weiter. Also hier entlang. Den Bahnhof habe ich mir schon mal einigermaßen so zusammengezimmert. Hier vorne haben wir auch eine Textur drauf. Aber das zeige ich euch gleich alles mal. Und zwar, ja, also ich habe jetzt bis hierhin gebaut. Was halt mehr das schwierige Teil dann wird, ist hier das große Gleisfeld. Das wird noch gehen einigermaßen. Dann haben wir hier die Donnersberger Brücke. Aber hier wird es dann schon wirklich viel an Gleisen, vor allem hier hinterm ICE-Werk und so weiter, haben wir recht viele Gleise. Aber ich denke mal, den Teil werde ich auch noch bauen. Eigentlich möchte ich bauen bis hierhin, also sprich, hier geht es noch rüber nach Pasing und hier geht es Richtung Regensburg und so weiter, Nürnberg, SFS und so. Und ich denke mal, hier so in dem Bereich werde ich abschneiden und bis hierhin bauen. Ich habe mir auch die Größe so einigermaßen ausgemessen, dass ich weiß, wie weit komme ich mit meiner Fläche und an sich passt das. Ja, momentan, wie gesagt, stecke ich noch in dem ersten Bereich. Ich denke mal, den werde ich dann bald in Angriff nehmen. Hier wird es halt dann ein bisschen viel Arbeit. Ich wurde auch schon mehrmals gefragt, wie ich jetzt hier das ICE-Werk nachbilden will. Angeblich gibt es sogar eins im Shop, ich weiß es gar nicht. Ich weiß nicht. Also, ja, es gibt so ein paar Fragen, die kann ich noch nicht beantworten. Ich wurde auch schon relativ oft gefragt, ob die Anlage in Shop kommt, wenn sie fertig ist mal. Dazu muss ich sagen, eher unwahrscheinlich. Erstens bin ich kein Konstrukteur von Trend. Zweitens mal will ich nicht mit meinen EP-Anlagen eigentlich Geld verdienen, sondern ich mache es ja eigentlich zum Spaß und als Hobby. Und von dem her relativ unwahrscheinlich. Wenn die Anlage wirklich mal veröffentlicht wird, was ich jetzt nicht glaube, dann wird die eher mal Freeware rauskommen. Aber wie gesagt, ich kann auch nicht in die Zukunft schauen. Mal gucken, was da noch alles passiert. Es kann jetzt auch sein, dass die Anlage in 2, 3 Monaten schon fertig ist. Kann aber auch sein, dass die in 3 Jahren noch nicht fertig ist. Also, ne, wie gesagt, bei so einem großen Projekt gibt es immer ein paar, ja, Hürden zu überwinden. So, an sich war es eigentlich, was ich euch in Google Earth zeigen wollte. Also, ja, man sieht halt hier so München, ganz toll. Ja, an sich möchte ich halt rundum eine Kulisse machen, also dass man halt hier jetzt die schönen Blicke hat und so weiter, wie man schon sieht. Ich kann auch mal gerne Framezähler anmachen, wen das interessiert. Allerdings wird der jetzt nicht so übereinstimmen, wie er normal ist, weil halt ich jetzt auch noch aufnehme. Also normalerweise hätte ich jetzt hier in dem Blick um die 30 knapp und in den Blicken so um die 40 und ja, so um die 50 hier, so in den Blickwinkeln, so hier um die meistens 60 so. Also es ist halt jetzt von der Aufnahme, da geht schon immer einiges weg. Aber das ist ja nicht so schlimm. Ja, an sich, was einige begeistert hat, wie ich einmal in der Nacht hier die komplette Halle hingestellt habe. Ja, ich kann jetzt mittlerweile auch schon mal verraten, wie ich das gemacht habe. Bisher habe ich da immer noch nicht viel gesagt zu, aber ja,
paar Ideen muss man haben. Das Ganze besteht nämlich hier aus Bodenplatten. Das heißt, ich habe mir hier in Google Earth die Texturen gemacht. Also praktisch habe ich eigentlich nur hier die eine Textur für die Glasscheibe hier vorne gemacht. Und ja, die Halle kommt jetzt nicht hundertprozentig ans Original ran, aber ich sag mal zu ja, 70%. Hier normalerweise ist ja so leicht spitz geht's hoch. Das ist halt ein bisschen schwer nachzubilden. Sieht man jetzt hier ist relativ gerade. Dann haben wir hier noch den oberen Bogen hier, den haben wir hier auch, allerdings nicht überall, sondern halt hier nur die erste Reihe angedeutet. Und dann hier nur in 2D vom Dach oben. Das waren auch Bodenplatten hier. Habe ich einmal zweimal hintereinander gebaut, wie man sieht. Ist jetzt auch noch nicht hundertprozentig genau die Halle. Also wie man sieht, hier steht zum Beispiel was über und so weiter. Ich weiß nicht, ob ich das mal noch korrigieren werde. Irgendwann mal bestimmt. An sich erstmal grob so hingebaut. Und das sind halt hier lauter einzelne Teile. Was halt an Bodenplatten immer noch schwierig ist. Also wie gesagt, hier ist jetzt das Teil hier eigentlich relativ schlecht angepasst. So, ich erwische das jetzt auch gerade nicht scheinbar. Ja, was halt bei Bodenplatten immer so ein Ding ist. Bodenplatten sieht man ja nur auf einer Seite. Das heißt, wenn ich jetzt normalerweise innen gehen würde, dann wird man nichts mehr sehen. Das heißt, ich habe die kompletten Bodenplatten innen nochmal hingebaut. Also ich habe die dann meistens kopiert und 180 Grad gedreht und dann waren die auf der anderen Seite auch richtig. Und so ist die Halle zustande gekommen. Also wir haben hier wie in der Realität so den rechten Bahnhofsteil, dann hier vorne, ja, hier steht normalerweise Grundig, hier sieht man immer so das G, Grundig, ja, so einigermaßen. Und dann haben wir hier halt den Teil, die Bahnsteige sind auch nicht 1.000.000-prozentig, also das komplette Gleisfeld, das ist halt wie gesagt nicht, es ist halt wie gesagt nicht mit Bodenplatten gebaut, sondern es ist halt abgebaut hier von Google Earth. An sich sieht es schon relativ realistisch aus. Ich habe es auch nachgebaut, soweit es ging. Es kann aber jetzt mal sein, also es gibt auch jede Weichenverbindung, wie sie in Realität ist. Es kann aber jetzt sein, wenn jetzt einer wirklich hingehen würde und würde es mit Bodenplatten 1 zu 1 vergleichen, dann wird es sicher mal ein Gleis geben oder eine Weiche, die jetzt mal ein paar Meter weiter vorne ist, wie die andere. Man sieht jetzt auch, wenn ich jetzt irgendwelche Bahnsteige als Beispiel nehme, ja, die hier sind alle ziemlich gleich in der Mitte und die sind halt bei mir recht verschieden, ne, wie man sieht. Aber ich hatte es versucht einigermaßen so hinzubekommen und an sich merkt es eigentlich auch, merkt man sonst sich nicht. Und ja, ein bisschen habe ich auch schon mit der Grüngestaltung hier angefangen. Das Gleisfeld ist natürlich noch nicht perfekt. Ich weiß nicht, ob ich die Gleise, weil man sieht ja hier relativ viel alte Gleise und neue Gleise. Hier vor allem neue Gleise. Ich denke mal, ich werde hier lauter neue Gleise lassen, da mir das besser gefällt. Ich habe hier mal eine komplette Weichenstraße mit neuen Gleisen gemacht. Allerdings hat mir das nicht so gefallen. Also ich denke mal, ich werde es lassen bis auf das Gleis und das. Aber an sich, ja, wird es so bleiben. Die Züge, was hier stehen, ich habe ja mal einen kurzen Trailer hochgeladen vor einigen Wochen. Da sind 3 Züge gefahren oder 4. Bei der Aus- und Einfahrt, das war natürlich alles hingestellt, so dass es passt. Da ist noch nichts mit Fahrplan und so weiter, es wird auch gar nicht gehen. Ich könnte natürlich jetzt schon hier die Anlage schon abschneiden und sagen, ich habe nur den Hauptbahnhofsbereich wirklich bis zur Hockerbrücke. Das wäre aber natürlich auch ein bisschen langweilig, wenn jetzt hier zum Beispiel ein ICE rausfährt und dann verschwindet er da schon wieder. Und dann haben wir hier auch keine Parallelfahrten oder so, weil halt wenn jetzt ein ICE kommt, der bis jetzt halt schon ziemlich viel vom Gleis fällt. Ja, die ganzen ICEs und Züge habe ich hier allgemein mal relativ einfach nur wahllos reingestellt. Die haben jetzt, ja, ich weiß ungefähr, wo in München welcher Zug steht. Zum Beispiel hier haben wir den Alex Richtung Lindau runter zu. Hier immer die REs, dann ICEs, vor allem in der Halle, 11, Gleis 11, immer der Weltjet oder Gleis 12. Hier noch ein paar REs und so, fährt hier ja einer raus, wie man sieht. Also wenn ich den jetzt hier reinziehe, dann fährt er, glaube ich, jetzt auf das Gleis hier, oder? Nee, hier kommt er normalerweise rein. Ja, kommt schon. So, ich habe EEP auch relativ leise gestellt, wie ich es eigentlich immer habe. Oder meist immer.
Ja, und wie man auch sieht von den Bahnsteigenden, es ist halt nicht immer ganz gelungen, dass die Bahnsteige bis zum Strichende gehen, da halt das von den Bahnsteigen so schmäler, die werden nicht mehr so funktioniert. Aber das ist jetzt verschmerzbar, so schlimm ist es nicht. Und ja. So, perfekt. Ja, an sich, wie gesagt, stehen die ICEs und Züge halt alle mal so, wie ich die hingestellt habe. Aber fahren, fahrplanmäßig tut da noch nichts. Es kann natürlich auch sein, dass ich die Anlage wirklich nur bis zur Hackerbrücke baue. Das wird eigentlich auch reichen. Dann hätten wir hier den komplizierten Teil mit dem ICE-Werk und so weiter nicht, mit den ganzen Verbindungen. Obwohl ich eigentlich ein DHL-Werk hätte, was hier richtig gut hinpasst. Hier haben wir nämlich DHL, Deutsche Post, so eine Sortierstation oder so. Eine Spedition auf jeden Fall, die habe ich ja, die gibt es von KL1 im Shop. Wird an sich wieder recht gut passen. Wie gesagt, da bin ich mir noch nicht so ganz schlüssig. Wird man irgendwann schon mitbekommen.